Hallo, hier ist Tamara. Hallo, ich mein Bastler. Ich bin wieder hier mit einer guten Nachricht. Ich habe mich am 3.3.2017 wieder angemeldet für ein Easy Pass von Weight Watchers. Das heißt, ich gehe das Abnehmen wieder los. So ganz habe ich ja nie aufgehört, nur es ist halt dann nichts mehr weitergegangen und ich hatte auch keinen Bock mehr drauf. Ja, ist halt mal so. Bin ein bisschen dumm, will ich jetzt nicht sagen. Bescheuert was besser, weil ich hatte ja schon 20 Kilo abgenommen. Und das will ich jetzt wieder schaffen, aber noch mehr Kilos. Mein erster Motivationsschub war letzte Woche circa. Da habe ich zum Arzt müssen und mir ist der Bus weggefahren. Jetzt habe ich mir gedacht, der Bus kommt erst um 12:14 Uhr. Wenn ich jetzt zu Fuß gehe, bin ich wahrscheinlich schneller dort. Ich habe auf die Uhr geschaut, es war 12:05 Uhr und um 12:17 Uhr bin ich angekommen beim Arzt. Ich bin recht zügig gegangen, was mir auch gut getan hat. Erwähnen möchte ich jetzt nicht, dass mir die Puste ausgegangen ist, aber es ist ja egal. Es war für mich ein Motivationsschub, ja. Jetzt fange ich halt wieder an mit Weight Watchers, weil das hat mir eigentlich sehr gut geholfen. Nur damals, also vor einem Jahr, bevor ich Also ein Jahr habe ich jetzt Pause gemacht. Bevor ich in die Pause gegangen bin, ist es mir punkto Luft viel besser gegangen, was so logisch ist, weil er nichts drückt und so weiter. Und ja, jetzt werde ich neu anfangen. Wie ich das jetzt umsetze, dass ihr mich da begleiten könnt, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich einen Vlog und das seht ihr dann auf YouTube. Folgen und gefällt mir. Drücken wäre ganz nett. Oder ich mache das über Facebook oder über meinen Blog. Nur weiß ich noch nicht, wie ich das am besten mache. Aber das werdet ihr alles sehen. Ich werde es wöchentlich schreiben. Ich gehe immer in den Kurs Donnerstag am Abend. Ich weiß, man sollte es früh machen, aber ich gehe halt am Abend, weil da meine Trainerin dort ist, wo ich schon vorher war. Und die ist auch nicht mehr lang da und ich möchte sie halt noch sehen und mir einen so richtigen Motivationsschub von ihr noch einmal holen. Und das Ganze wird so sein, weil meine Mutter macht es auch jetzt. Ich werde auch sie interviewen, was sie noch nicht weiß. Das wird ihr sicher nicht gefallen, aber ich mache es. Weil da kann ich auch von ihr die Erfahrung, wie sie sich damit leichter tut. Und ich meine, ich habe es ja schon mal hinter mir. Es ist einfach, nur man sollte sich halt auch dran halten, wenn man ein paar Ausrutscher hat. Ist es vollkommen in Ordnung, weil du darfst ja essen, was du möchtest. Nur solltest du deine Punkte haben. Ich hatte damals 36 Punkte am Schluss. Man kann damit eigentlich sehr viel machen, so wie ich euch das Rezept. Nein, das habe ich euch noch nicht vorgestellt. Das kommt aber demnächst. Gezeigt habe, die Bananenwaffeln, da hat eine Portion 5 Smart Points, ja, also, ja, sollte man halt wirklich nur eine essen oder man überzieht, was man ja nicht sollte. Und ja, das wollte ich euch erzählen und ihr bekommt dann auch noch Videos, ein Vlog oder so, weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das machen werde. Aber ja, das wollte ich euch erzählen. Bis bald, baba!